Es waren die Menschen vergangener Epochen. Sie haben gearbeitet für ihre Zeit und geschaffen, was den Fluss der Zeit überdauert hat. Das, was unsere Gegenwart berührt, Bodendenkmäler im Wald. Jede Zeit braucht und nutzt Ressourcen. Der Wald stand dabei schon immer im Mittelpunkt. Holz war ein begehrtes Gut. Und es war in den schwer zugänglichen Gebieten des Bayerischen Waldes im Überfluss vorhanden. Es musste nur zu den Menschen gebracht werden. Dazu wurde das Wasser benutzt. Stämme und Scheite wurden im Wasser mit der Kraft von Bächen und Flüssen zu Tale geschwallt. Und der Wald? Er hat die Relikte der Vergangenheit bewahrt. Sie sind nicht untergegangen, auch nicht im Bewusstsein der Menschen in der Gegenwart. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Ich denke, dass dieses Thema immer eine Frage der Vermittlung und des Bewusstseins machen ist. Wenn man vor Ort informiert hat, wie die Denkmäler aussehen, welche Geschichtszeugnisse sie darstellen, steigt auch das Bewusstsein für den Wert der Denkmäler. Es ist also meiner Meinung nach in vielen Bereichen schlichtweg eine Frage der Vermittlung, des Werbens, und damit steigt das Bewusstsein und das Bedürfnis, diese Denkmäler zu erhalten. Der Wald steht für Natur, aber im Wald ist auch sehr viel Kultur vorhanden, in Bodendenkmalen nämlich. Da gibt es Keltenschanzen, es gibt Grabhügel, alte Burgen und so weiter. Und auch im Wald treffen sich also Kultur und Natur. Und auch das Kulturgut zu erhalten, ist wichtige Aufgabe. Ein Walddiorama verdeutlicht diese wichtigen Aufgaben. Es zeigt anschaulich die Möglichkeiten der modernen Forstwirtschaft zur bodenschonenden Nutzung des Waldes und seiner verborgenen Denkmäler. Schonende Holzernteverfahren sind beispielsweise von großer Bedeutung für den Erhalt eines Grabhügelfeldes. So wie hier im oberbayerischen Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. 180 Grabhügel befinden sich hier. Sie sind ein sichtbares Tor zu einer längst verschwundenen Kultur. Also es handelt sich hier um ein bronzezeitliches Gräberfeld aus der sogenannten Hügelgräberbronzezeit, datiert ungefähr in die Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. In verschiedenen Epochen haben wir die Toten immer unterschiedlich bestattet. Zu dieser Zeit, zur sogenannten Hügelgräberbronzezeit, hat man die Verstorbenen unter Erdhügeln bestattet. Es gibt Körperbestattungen, es gibt aber auch Brandbestattungen. Als obertägiges Zeichen ist immer dieser Grabhügel zu erkennen gewesen, der mit Steinen umsetzt gewesen war, der mit Steinen bekrönt war, der aber auch nur aus Erde aufgeschüttet gewesen sein kann. Eine sanfte und bodenschonende Holzernte ist wichtig, um solch kostbares Kulturgut zu schützen und für die nachkommenden Generationen zu erhalten. Also Bodendenkmale werden gefährdet durch den Bestand. Können sie gefährdet werden, zum Beispiel wenn da Fichten stehen, die Flachwurzeln, durch Windwürfe wird Erde ausgehebelt und erodiert, das Denkmal verschwindet. Bodendenkmale sind auch gefährdet durch Maschinen, wenn da unsachgemäß gefahren wird, außerhalb von vorgegebenen Linien. Auch da können Bodenschäden entstehen. Aber die größte Gefährdung für Bodendenkmale ist das Vergessen, ist das Nichtwissen, Unkenntnis. Und das ist genau das, was wir in diesem Projekt angehen wollen. Wir wollen Regeln entwickeln und wollen die über Merkblätter bekannt machen. Das geht nur mit vereinten Kräften. So war auch diese schonende Holzernte ein Gemeinschaftsprojekt, fachübergreifend und in die Zukunft gedacht, im Sinne der Vergangenheit. Man muss sagen, es lief eigentlich ideal. Es wurde sehr früh Kontakt aufgenommen zwischen unserem Haus, dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Bayerischen Staatsforsten. Die einzelnen Maßnahmen wurden abgesprochen, wurden gemeinsam geplant, von unserer Seite betreut. Und so hat man im Resultat den Schutz der Grabhügel und konnte gleichzeitig die Holzernte sehr gut durchführen. Also ein Idealfall für die Zusammenarbeit zwischen Bayerischen Staatsforsten und Landesamt für Denkmalpflege. Die schwierige Aufgabe, das Fällen von Bäumen ohne die Grabhügel zu beschädigen. Wir versuchen durch die Durchforstung den Zustand vor allem auf den Gräbern zu verbessern, indem wir hauptsächlich Bäume entnehmen, die angeschoben sind oder flachwurzelnde rotfaule Fichten, die ansonsten beim Windwurf oder bei stärkeren Windereignissen mitsamt einem Wurzelteller geworfen
würden und somit das Grab beschädigen. Das zu bewerkstelligen braucht Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Wie kommen die Maschinen in den Wald und die gefällten Bäume aus dem Wald, ohne die Grabhügel zu beschädigen? Da sind dem Gräbern angepasst Rückegassen eingelegt, die normalerweise in normalen Beständen 30 Meter Abstand wären. In diesem Bestand ist es nach den Gräbern, nach der Lage der Gräber geschuldet. Das haben teilweise 40, 50 Meter Abstand und somit haben wir eine große Entfernung zum Seilen. Um Schäden zu vermeiden, sind zum einen gefährdete Bereiche abtrassiert, dass ganz klar ist, dass hier keiner reinfahren darf. Dann sind bei Gassen, die relativ nahe an den Füßen vorbeilaufen und an denen kein Wurzelstock vorhanden ist, sind Pflöcke eingeschlagen, die rot markiert worden sind, um eben den Abstand von den Rückemaschinen und den Schleppern zu den Hügelgräbern zu wahren. Bodendenkmale, sie lehren uns die Vergangenheit zu verstehen. Lebendig und von großer kulturgeschichtlicher Bedeutung. Diese Grabhügelfelder oder Gräber im Allgemeinen geben einen sehr interessanten Einblick in das Leben in vorgeschichtlichen Epochen. Man hat den Toten ja neben Trachtbestandteilen auch Waffen, Schmuck und Sonstiges mit ins Jenseits mitgegeben. Das gibt uns einen Einblick in die Geistesvorstellung, es gibt uns auch einen Einblick in die Sachkultur, die damals vorherrschte. Und in Gräbern hat man natürlich eine besondere Auswahl getroffen. Sie unterscheidet sich von Siedlungshinterlassenschaften und entsprechend sind Gräber auch von einer großen kulturgeschichtlichen Bedeutung. Man kann diese Grabhügelfelder nicht platt machen, dagegen spricht das Bayerische Denkmalschutzgesetz. Denkmäler sind vor Ort in situ zu erhalten, beziehungsweise wir müssen sie schützen, wir müssen sie auch pflegen. Obertägige Grabhügelfelder oder obertägige Bodendenkmäler kommt da ganz eine besondere Bedeutung zu, denn hier kann man auch noch einen gewissen Raumeindruck mitnehmen. Man muss sich das vorstellen, dass wir früher hier nicht im Wald waren. Man hat die Toten eigentlich auf freiem Feld bestattet. Der Wald kam erst später hinzu. Der Wald hat aber auch dazu geführt, dass diese Strukturen noch sichtbar sind. Und diese Sichtbarkeit des obertägigen Denkmals ist, glaube ich, schon wichtig, dass man auch sieht, dass unsere Vorfahren auch aufgehende Anlagen errichtet haben. Wenn man auf Grabungen ist, dann hat man meistens nur noch Erdbefunde. Hier haben wir noch den Denkmalcharakter obertägig zu erleben. Mein persönliches Interesse an diesem Hügelgräberfeld ist zum einen, dass es für die Bevölkerung erlebbar bleibt. Nur was ich sehe, ist mir wichtig und das versuche ich dann auch zu schützen. Und deshalb bewirtschaften wir diesen Bestand auch, um eben zu versuchen, dass die Verjüngung, die jetzt eintreten wird, möglichst ungleichmäßig verteilt über die Fläche kommt, um eben das Hügelgräberfeld möglichst lange für die Bevölkerung erlebbar zu machen. Junge Buchen. Sie werden die bronzezeitlichen Grabhügel für die kommenden Generationen bewahren. Auch das ist nachhaltige Waldwirtschaft. Bäume wachsen, werden und vergehen. Was dauerhaft bleibt, sind die im Waldboden verborgenen Kulturgüter. Der sensible Umgang mit den Spuren unserer Vergangenheit. Eine sichtbare, eine spürbare Vergangenheit. Schmuckstücke und Gefäße unserer Vorfahren. Zeugnisse, geschaffen vor 3500 Jahren. Viele der Exponate im Stadtmuseum Ingolstadt stammen aus Hügelgräberfeldern. Seit Tutanchamun in Ägypten regierte, seit Achilles und Odysseus um Troja kämpften, haben die Grabhügel in Geisenfeld ihre Form bewahrt. Der Wald schützte sie vor Erosion und Pflug. So hat dieses Denkmal mehr als 100 Menschengenerationen und mehr als 30 Baumgenerationen überstanden. Ein denkwürdiges Alter. Wo heute stille Wälder in den bayerischen Himmel ragen, lebten einst Menschen. Großfamilien mit rund 10 Personen errichteten Einzelgehöfte oder Siedlungen. Sie bauten Emmer und Einkorn, Dinkel und Hirse an. Ein landwirtschaftlich geprägtes Leben. Woher ist das Wissen darüber? Es sind auch Bodendenkmäler, die darüber berichten. Im Wald und auf den Feldern haben wir den Idealfall, dass wir häufig sehr gut erhaltene Denkmäler haben. Also ich gehe durch den Wald, sehe den Graben, den Wall einer Befestigung, sehe die runden Erhebungen der Grabhügel, sehe sehr viele Kulturgüter unterschiedlichster Zeit bis hin zu den Denkmälern der Forstwirtschaft. Und ich habe hier sehr gute Erhaltungsbedingungen, die uns helfen, Denkmäler zu vermitteln.
ihren Zustand zu dokumentieren, um für zukünftige Generationen zu erhalten. Und das ist eigentlich das, was unser Ziel in der Denkmalpflege ist, Schutz und Erhalt unserer Denkmäler für die nachfolgenden Generationen. So zum Beispiel auch die Holztrift durch die Ilzschleifen unweit der drei Flüsse Stadt Passau. Die Ilz, schwarze Perle aus dem Bayerischen Wald, war Flusslandschaft der Jahre 2002 und 2003. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde auf den schwarzen Wassern der Ilz im großen Stil Holz gedriftet und in die großen Städte an der Donau verbracht. Aus gutem Grund. Die Höhenzüge des Bayerischen Waldes waren in der damaligen Zeit besonders holzreich, weil unbesiedelt. An der Donau lagen, von Passau bis Wien, bevölkerungsreiche Städte in waldarmen Gegenden. Was lag also näher, als einen Ausgleich zwischen Überschussgebiet und Mangelregion zu schaffen? Unter Ludwig I. wurde hier an der Driftsperre ein enger Tunnel in den Berg getrieben. Mit ihm konnte die ausgedehnte Ilzschleife im Passauer Stadtteil Hals erheblich abgekürzt werden. Der heute noch begehbare Tunnel ist 115 Meter lang. Das Holz wurde vor dem Tunnel gestaut und in Teilmengen Richtung Hals abgelassen. Die Ilz gehörte zu einem Driftsystem mit rund 230 Kilometern Gesamtlänge. Ein effektives Transportnetzwerk. Apropos. In heutigen Zeiten muss man wirklich das Schlagwort nehmen, vernetztes Arbeiten. Wir bringen den Belang der Denkmalpflege ein, die Kollegen von den Bayerischen Staatsforsten bringen den Belang der Forstwirtschaft ein. Und wenn man dann an einem Strang zieht, erreicht man das Optimum eigentlich für die unterschiedlichen Bereiche. Und man merkt es auch bei Schulungen, bei Vorträgen, es ist ein sehr hohes Bewusstsein da. Einerseits für das, was wir im Wald haben, das Archivwald. Und andererseits natürlich auch auf unserer Seite, dass der Wald in unserer heutigen Zeit eigentlich das Thema Nachhaltigkeit umschreibt. Damals wurde noch kein Gedanke an Nachhaltigkeit verschwendet. Es ging darum, die Holzressourcen optimal auszubeuten und dabei ordentlich Profit zu machen. Und so wurden die Bäche bis zu den Einschlagsorten tief im Bayerischen Wald für die Drift ausgebaut. Wie hier am Schwellhäusl in Bayerisch-Eisenstein, Landkreis Regen. Zwischen den ausgebauten Bächen errichteten die Arbeiter Querkanäle, um möglichst viel Wasser fassen zu können. Im Sommer schlug man das Holz, um es während der Schneeschmelze über die dann wasserreichen Flüsse als Blockholz oder Scheitholztal abwärts zu befördern. Die Drift vom inneren Bayerischen Wald bis nach Passau dauerte etwa 6 Wochen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam die Eisenbahn in den Wald und immer mehr Holz wurde mit der Dampflok aus dem Wald gefahren, weil Schienen im Gegensatz zu Bachläufen flexibel gelegt werden konnten. Die gedrifteten Holzmengen gingen deshalb drastisch zurück. Auch die Städte brauchten immer weniger Holz. Man stellte um und heizte mit Steinkohle. Das Ende der Drift war das Ende einer Wirtschaftsära. Die Arbeiter von einst wurden zu Zeitdokumenten. Sie schmücken heute die urige Gaststube im Schwellhäusl. Wo damals die Waldarbeiter in einer ersten einfachen Hütte eine Unterkunft hatten, da entstand durch An- und Umbauten nach und nach das heutige Schwellhäusl, ein beliebtes Ausflugsziel. Schautafeln geben Einblicke in die Drift. Die ehemaligen Driftkanäle und Bäche wurden zurückgebaut und renaturiert. Ehemalige Wirtschaftswälder und Transportwege veränderten sich zu naturnahen Lebensräumen. Dahinter steckt viel Arbeit, Aufklärungsarbeit. Wir haben ja gemeinsam verschiedene Strategien entwickelt. Das erste war, dass wir eine Broschüre geschrieben haben, Denkmäler im Wald, die mittlerweile, ich glaube, in der dritten oder vierten Auflage verteilt wird. Dort werden Beispiele vorgestellt, dort werden aber auch Lösungsmöglichkeiten vorgestellt. Als zweites haben wir aus der Broschüre heraus eine Wanderausstellung entwickelt, die mittlerweile an, ich glaube, über 25 Punkten in Bayern gezeigt wurde, in Museen, in Forstbehörden, bei den Regierungen, in den Regierungsbezirken,
mit einer sehr positiven Resonanz. Und der dritte Teil ist, dass wir einmal im Jahr Schulungen für die Profis durchführen. Und parallel dazu werben wir immer für unseren Bayerischen Denkmalatlas, in dem alle Denkmäler kartiert sind, in ihrer bekannten Ausdehnung und Kurzinformationen vorliegen. Und wir merken, dass dieses moderne Medium von der Bevölkerung genutzt wird, zum Beispiel bei Wanderungen Denkmäler zu besuchen, die sie vorher nicht kannten. Und damit steigt das Bewusstsein für die heimische Geschichte. Eine interessante Nebenkomponente, wir bekommen auch mittlerweile mit, dass Leute ihren Urlaub mit dem Bayerischen Denkmalatlas planen und dann gezielt in Regionen fahren, die sehr abwechslungsreiche Denkmälerlandschaften mit Bau- und Bodendenkmälern liefern. Weit über 50.000 Bodendenkmale gibt es in Bayern. Stille Zeugen der Geschichte. Vordenken im Wald, Nachdenken über Denkmale, Nachhaltigkeit durchdenken, Mitdenken, um Gefährdungen solch wertvoller Bodendenkmäler zu vermeiden und Zusammendenken, was zusammengehört: Kultur und Natur.